Eine Tumorerkrankung trifft einen Menschen immer unvermittelt. Und eine Tumorerkrankung reißt einem den Boden unter den Füßen weg. Darum ist es ultimativ wichtig, dass gleich zu Beginn mit Fachexperten ein Austausch stattfindet, wo der Patient sich aufgehoben fühlt, sich verstanden fühlt und wo eine Therapie besprochen wird, von der der Patient ausgehen kann, dass es die bestmögliche für ihn und für sein Umfeld ist. Ab sofort gibt es das Asklepios Tumorzentrum Hamburg, ein Zusammenschluss unserer Kliniken, die sich bei der Behandlung von Patienten mit bösartigen Erkrankungen gemeinsam abstimmen. Zum Beispiel über Videokonferenzschaltungen miteinander verständigen und können so hausübergreifend für ihre Patienten die bestmögliche Therapie besprechen. Bei den Tumorkonferenzen sind die diagnostischen und therapeutischen Fachgebiete vertreten. Das heißt, es sind diejenigen da, die über den Verlauf einer Erkrankung berichten können, aber auch diejenigen, die durch eine Operation, eine Strahlentherapie oder eine Chemotherapie den Patienten konkret im stationären Bereich oder im ambulanten Bereich behandeln. Es ist vor allem für Patienten mit bösartigen Erkrankungen, darunter verstehen wir Krebsgeschwüre, aber auch hämatologische Erkrankungen, das heißt Erkrankungen des Blutbilds wie Blutkrebs oder Knochenmarkkrebs. Ein großer Vorteil des Asklepios Tumorzentrums ist der, dass der Patient tatsächlich in der ihm am nächsten befindlichen Asklepios Klinik sich vorstellen kann, um von dort aus in einem Tumorboard einem Expertenkreis vorgestellt zu werden, wo dann entschieden wird, wo eine bestmögliche Therapie passieren kann. Onkologische Erkrankungen bedingen tatsächlich, dass man über einen längeren Zeitraum mindestens Kontrolluntersuchungen und Nachsorgeuntersuchungen macht, sodass es auch für uns wichtig ist, eine Vernetzung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich hinzubekommen. Das heißt, wir müssen uns besser austauschen mit den Ärzten, die im stationären Setting miteinander arbeiten, aber eben auch gerade mit denen, die im ambulanten Bereich, also im niedergelassenen Bereich, Einfluss auf die Therapie des Patienten nehmen. Und wir versprechen uns von dieser Zentrumsstruktur bei Asklepios, dass wir die Vernetzung zwischen diesen beiden Welten, der ambulanten und der stationären Welt, deutlich besser hinbekommen als bisher.